Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen Buchweizen mit viel Gemüse und kann man auch Fleisch dazu geben. Und ich habe heute Hähnchenbrustfilet dazu gegeben. Und serviere ich es einfach mit meinem eingekochten Gemüse, diesen Salat, wo die Zucchini, Gurke und Paprika werden zusammen angekocht. Und ein Gläschen wollte nicht zugehen. Naja, dann wird er sofort verspeist. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Heute zum Mittagessen bereite ich Hähnchenfiletbrust mit den Buchweizen. Aber natürlich nicht nur diese zwei Komponenten, sondern mit den vielen Gemüse. Und kann man unterschiedliche Gemüse dazu nehmen, jetzt besonders im Herbst, wo auch so eine große Ernte aus dem Garten ist, kann man immer was auswechseln von den Gemüse. Zum Beispiel heute nehme ich nur so ein kleines Stückchen von den Zucchini, aber kann man auch Aubergine nehmen. Ja? Und so kann man unterschiedliche Geschmack in euer Essen bringen. Was werde ich jetzt mal machen? Ich werde jetzt den Hähnchenbrustfilet, ich habe ihn schon kalt abgespült und abgetrocknet, werde ich in so eine mundgerechte Stücke schneiden und etwas marinieren lassen. Und bis dass ich dann alle Gemüse fertig vorbereitet, dann wird auch Fleisch fertig. So, das Fleisch haben wir geschnitten. Gebe nur ein bisschen Salz, Pfeffer. Knoblauch kann man nehmen oder getrocknete oder frische. Ich nehme frische. Dann ein Esslöffel Öl und ein Esslöffel Sojasauce. Deswegen mit dem Salz muss man aufpassen oder komplett kann man auch rauslassen. Gut verrühren oder mit den Händen gut verkneten. So, und lassen wir an die Seite stehen, einfach marinieren, bis wir alles hier fertig haben. Als nächstes werden wir erstmal unsere Buchweizen unter kaltem Wasser gut abspülen und auf den Sieb geben. So, das haben wir auch gemacht und lassen wir einfach an die Seite auch nur abtropfen. Und bereiten wir jetzt erstmal unsere alle Gemüse fertig. Schneiden wir das mit den Zwiebeln in kleine Würfel. Für dieses Gericht Möhren am besten auch in die Würfel schneiden und nicht durch die Reibe reiben, weil verkochte Möhren wird dann kleben an dem Buchweizen und wird sie nicht so locker machen, sondern ein bisschen so verklebt. Und auf dem Teller sieht auch viel schöner, wenn wir es in die Würfel schneiden. Deswegen mit diesen zwei Möhrchen können wir uns lieber Arbeit machen, aber schön in die Würfel schneiden. Dass danach so aussieht. So, und jetzt genauso auch Zucchini oder wie gesagt Aubergine kann man auch schöne Würfel schneiden und dann sieht alles so schön einheitlich und hübsch. So, und das allerletzt Tomaten. Tomaten auch in die Würfel. Wenn wir mit den Tomaten fertig sind, können wir dann an den Herd gehen und unser Gericht zubereiten. So, stellen wir eine tiefe Pfanne oder ein Töpfchen auf den Herd und geben wir da so 2-3 Esslöffel Öl zum Braten. 3. Und wenn das Öl heiß wird, geben wir als erstes Zwiebeln.
So, probieren wir. Ja. Können wir schon Zwiebel reingeben. Ich lasse Zwiebel so lange braten, bis das kommt, dieser richtig schöne, angenehme Geruch von gebratener Zwiebel. Er muss nicht schwarz werden. So, und jetzt können wir auch schon die Möhren dazu geben. Ein bisschen Salz auf die Möhren. Aber wirklich nur ein bisschen. Und ich decke es zu, stelle mein Herd etwas niedriger, so auf die mittlere Stufe, und lasse so Minütchen einfach einschmoren, dass die Möhre etwas weicher wird. So, schauen wir rein. Mache in die Mitte wieder Platz und gebe jetzt das Hähnchenfleisch. Jetzt kann man die Hitze wieder höher stellen, dass wir den Fleisch etwa so kurz anbraten. So ungefähr, dass wir alle Stücken von allen Seiten so weich werden. Dafür brauchen wir natürlich höhere Temperatur. So schaut ihr, in die kürzere Zeit sind unsere alle Stücken von Fleisch weich und dann kommt schon die restliche Zutaten frei. Als erstes kommt jetzt das Buchweizen, danach Tomaten und Zucchini. Und jetzt brauchen wir noch Flüssigkeit. Ich nehme dann nur 350 ml Wasser, weil ich habe hier Tomaten und Zucchini, was auch gegen den Saft. Jetzt werden wir auch anwürzen. Weil ich habe nur Wasser genommen, gebe ich einfach ein Teelöffel von meiner Gemüsebrühe, dann ein bisschen von Tomaten, was wir mal gemacht haben, so ein Tomatengewürz, auch passt hier gut, weil die Tomaten sind hier drin. Natürlich Pfeffer soll nicht fehlen. Jetzt rühren wir alles schön um und probieren nach der Brühe, wie salzig ist. Und wenn es notwendig, noch ein bisschen Salz dazu geben. Wir müssen es mal jetzt rasch aufkochen und dann stellen wir es auf die niedrige Stufe und lassen es einfach schmoren. So, probiere ich jetzt nach der Brühe. In meinem Fall fehlt das Salz. Gebe ich ein bisschen Salz. Nochmal umrühren. Wir sehen, dass es jetzt alles schön kocht auf. Machen den Deckel drauf und stellen auf die niedrigste Stufe. In meinem Fall habe ich jetzt nur 4 genommen. Und lassen wir so ungefähr 20 Minuten, meistens immer Buchweizen, schon fertig gar. So, es sind jetzt 20 Minuten vergangen. Schauen wir nach unserem Gericht. Sieht gut aus. Und jetzt können wir einfach mal probieren. Den Buchweizen so ein bisschen rausnehmen und probieren. Nach meinem Geschmack, es ist jetzt perfekt. Wenn wir noch länger kochen, dann wird es auseinanderfallen. Ist dann auch nicht so schön. Ich mache den Herd jetzt aus, weil ich habe ein Elektroherd und die Hitze bleibt noch immer. Und gebe ein paar Stückchen Butter. Es muss nicht sein, aber glaubt mir, das wird noch leckerer. Und unterrühren wir jetzt diese Butter. Wir können jetzt alles schön vermischen. Es ist noch viel Feuchtigkeit sogar hier drin. Kann man sogar eventuell so 1-2 Minuten ohne Deckel noch ein bisschen vorkochen. So, haben wir jetzt umgerührt. Und ich lasse einfach 5 Minuten ruhen. So, nach 5 Minuten Ruhen können wir unsere Mittagessen servieren. Schaut ihr, wie lecker sieht das aus. Und schaut ihr, es ist nichts verklebt. Es fällt alles schön auseinander. So wie ich es mag. Ich mag so eine verklebte Buchweizen oder Reis nicht. Schön bunt. Dazu serviere ich einfach mein eingekochter Salat. Ein Gläschen, der Deckel wollte nicht zugehen, dann wird er gleich verspeist.
So sieht unser Mittagessen heute. Sehr lecker, ein sehr einfaches Rezept. Und das Rezept will ich kann immer wieder abwandeln mit der anderen Gemüse, mit Fleisch, ohne Fleisch und so weiter. Dazu servieren kann man Tomatensalat, Gurkensalat, angekochte Sachen, unterschiedliche auch Möglichkeiten. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch gefallen und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar. Über Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn euch meine Rezepte gefallen, würde mich sehr freuen, wenn ihr die weitergibt. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss!